Ja, und somit ein recht herzliches Willkommen. UFC 3 am Start, vierter Part nach dem gestrigen Extreme Livestream über 3 Stunden. Jetzt der Kampf gegen Rodrigo Carvalho. Ihr wisst das noch. Auf den haben wir hingearbeitet. Der ist jetzt wichtig. So angeht, macht ihm in der UFC eigentlich fast niemand etwas vor. Nein, da gehört er natürlich zur absoluten Weltspitze. Das hat er uns schon so oft gezeigt. Aber ich bin mal gespannt, ob er das heute auch wieder in die Waagschale werfen kann. Werfen wir einen Blick auf die Daten der beiden Kämpfer in diesem Halbschwergewichtsfight. Beide Kämpfer sind fast gleich alt, nur ein Jahr. Na gut, Freunde, dann geht's los, würde ich sagen. The Enforcer. Wir legen los hier im Bell Center in Montreal, Quebec. Im letzten Kampf gab es für ihn eine Niederlage durch Submission. Naja, da hat er sich durchaus mehr erhofft. Heute ist daher die Chance zur Wiedergutmachung. Starker Kick zum Bein von Mystery. Ja, stark abgewehrt. Gewaltige Linke, aber dann nicht. Treffer, da kommt der Punch. So, gleich einmal hier volle Attacke. Klasse Timing, das er hier zeigt. Tolle Treffer. Weg vom Käfig. Klasse Punch, da ist der Treffer. Oh, starker Superman-Punch. Oh ja, was für ein Block. Ah, verdammt. Da ist die Lücke da, da ist der Ach Gott, na jedes Mal kommen die da mit dem bei mir durch. Da muss ich dran arbeiten. Oh, schön abgeblockt. Zeigt hier Schade. Tolle Blocks. Ja, da passt auf, da passt auf. Oh, gewaltiger Kick. Ah, Kollege, und jetzt? Oh, genau wo ich auch wieder drücke. Er ist natürlich schneller wie ich, ist klar. Oh, nein, kein Komm, auf den Kopf, auf den Kopf, auf den Kopf. Der Punch sitzt. Oh, yes. Yes. Und zweimal genau falsch in der Defense Mystery bei mir. Sieht nicht gut aus. Dieser Cut an der Augenbraue wird langsam zu einem Problem. Starker Angriff zum Kopf, er ist benommen. Ja, komm. Gehen. Ja, jetzt, wo er benommen ist am Kopf. Jetzt kann er mich angreifen, ist klar. Da ist der kann ich mir vorstellen. Ja, er trifft ihn. Na, falsche Taste wieder erwischt hier. Er legt mich doch am Arsch. Ja, ich fall um, da ist klar. Ist klar. Was für ein Kick. Oh ja, gute Angriffe. Oh, gute Rechte. Na, geht doch, komm jetzt. Jetzt gibt er ihm den Rest. Komm. Ja, Gott sei Dank. Wow, leck mich am Arsch. Haben wir gesehen, dass ein Kämpfer nicht K.O. gehen muss, um absolut chancenlos zu sein. Wir müssen aggressiv sein. Wenn es zu lange dauert, ist das nichts für mich. Da habe ich keine Chance. Sorry, Leute, ich werde immer ein bisschen aggressiver während dem Kampf, wenn es nicht so läuft. Gott sei Dank haben wir ihn jetzt niederbekommen. Puh. Und jetzt zu Bruce Buffer mit dem offiziellen Ergebnis. Ladies and gentlemen, Referee Dan Murgliata has called a stop to this contest. Gott sei Dank haben wir den geschafft. Der war wichtig. Nach den letzten 2 Niederlagen, was wir da am Ende des Streams hatten. Ladies and gentlemen, ja, der war wichtig. Der Sieger durch technischen K.O. Gott sei Dank, der war wichtig. Endlich wieder Selbstvertrauen hier bei Bernie Cherry Tree. 26 zu 24. Doppelt so viele. 103 Angriffe gemacht, er nur 51. Aber nur so schaffe ich es irgendwie zur Zeit. Ja, wir haben seinen Kopf bearbeitet.
Sehr schön. Den Rookie-Rivalen haben wir geschafft. 80% Langlebigkeit nur mehr. Das Wort Potenzial was kommt jetzt? Ist eines der aufregendsten Wörter der Kampfsportwelt. Jeder Kämpfer startet mit einer Menge Potenzial. Aber je höher man kommt, desto dünner wird die Luft. Desto weniger können noch mithalten. Du hast schon einen großartigen Aufstieg hingelegt. Du hast dir Follower auf den Social Media Websites verschafft. Hast dich auf den Weg gemacht zum großen Ziel Championship. Aber das wäre geil, oder? Wie geht es nun weiter? Ist dein Aufstieg unaufhaltsam? Oder stößt du irgendwann doch an deine Grenzen? Geil inszeniert bis jetzt. Coole Sache. Ja. Dan White gratuliert uns auch. Danke. Vertrag erhalten. Kampfvertrag 4, oder was? 12.000 und 12 erreiche die Top 15. Schöne Trophäe. Du bist die Zukunft? Na, schauen wir mal. Mir ist komplett egal, gegen wen ich kämpfe. Vielleicht kämpfe ich ja als nächstes gegen dich. Das heißt, du hast richtig viel drauf. Ich glaube, wir begegnen uns bald. Verstehst du nicht einmal die erste Runde? So schaut's aus, Freunde. Zur neuen Rivale, oder wie? Puh, Gott sei Dank haben wir den aber geschafft. Der war aber mal wichtig. Ah. Gian Villante. 4 Kämpfe vorher, dann können wir gegen ihn kämpfen anscheinend. Wunderbar, schauen wir mal, was da noch so geht. Schauen wir uns die Kampfangebote an. Im Livestream habe ich immer gefragt, wen wir nehmen. Jetzt muss ich mich selber entscheiden. Da gar nicht so gute Werte. Wir haben Stärke schon 80, sensationell hier. Auch die Ausdauer ist grundsätzlich geil, also wir können da eben mehr zuschlagen, das ist wichtig. Alten Espinosa. Alexander Rogers. Hat sogar eine 59 Stärke. Oder an Anthony Hernandez. Sonst niedrig, der Hype ist niedrig. 159, 157, 156. Ich nehme den. Ich nehme ihn mit der komischen Frise da oben. Mitgliedschaftsstufe Plus. Also können 5 Wochen trainieren. Ja, was haben da nicht übertrainiert? Ich nehme mal 4, ist egal. Geld haben wir eh. Mal schauen, ob das was bringt. So, wir haben mal trainiert, ob wir noch fighten diesen Part, weiß ich nicht. Wenn nicht, fighten wir einfach. Jetzt tun wir mal ein bisschen noch trainieren und dann fighten wir vielleicht gleich direkt oder im nächsten Part los. Oder dann auch im Livestream, wie auch immer. So, 75 müssen wir raufkommen. Ja,
So, Moment, wenn wir jetzt... Eigenwerbung 65, Moment, kriegen wir da auch was? Trainieren noch. So, nächste Woche. Da könnte man. Ah, deswegen könnte man 5 Wochen. Ja, ich verstehe schon. Ja, ja, verstehe schon. Da könnte man das. Könnte man neue Fans generieren. So, jetzt müssen wir da mal schauen, ob wir weiterkommen ein bisschen. Ja, 72 wird ja nicht gehen, oder? Ah, doch! Ah, wieder ein Striker. Das heißt, da müssen wir wieder Vollgas drauf gehen wahrscheinlich. Aber jetzt wissen wir das wenigstens. Ah, komm. Ja, genau. Ja, das ist super Timing natürlich. Was ist denn los? Ach so, ja, der Striker bleibt auf Distanz natürlich. Ja. Ich glaube, zweites Mal geht er nie, oder? Ah! Ah, schon langsam bekomme ich ein bisschen mehr Gefühl für das Ganze. Anfällig gegen den Cruise Roundhouse. Moment, Cruise? Was ist der Cruise Roundhouse? Habe ich den überhaupt? So, Moment, den einen drehen wir noch. Das ist der Cruise Roundhouse, bevor ich wieder vergesse. Haben wir den irgendwo? Ist vielleicht sowas? Roundhouse. Roundhouse Kick. Oh, wo ist Cruise? Den haben wir noch nicht. Dann sagen wir halt einfach mal Roundhouse an sich vielleicht. Ist ein bisschen anfällig. Der Striker, der liebe Striker. Eventuell. So, ich würde sagen, wir trainieren da mal fertig. Box-Tools machen wir wieder. 81er Stärke haben wir schon, nice. Ein bisschen Schattenboxen kann ich schaden. Hoffentlich bekommen wir nicht wieder eine Verletzung. So, Takedowns. Ah,
Perfekt. Gut, dann können wir das nächste Mal auf... Ah, vierte Woche. Nice. Dann können wir da auch noch was machen. Können wir schon zufällig irgendwas lernen noch? What? What? Wir können schon? Fuck! Nein, da oben Lead. Was war er? Lead Roundhouse Körper. Gegen was war der anfällig? Fuck, was nehmen wir da jetzt? Oh, das ist ja alles neu hier. Verdammt. Oberhand, schwere Fäuste. Lead Uppercut. Schwere Fäuste, das finde ich nice. 20 Punches. Komm, das machen wir noch. Das dürfte. Diesem Drill ist Präzision sein. Gefragt. Moment. Ich will eine möglichst hohe Erfolgsquote bei deinen Punches sehen. Näher ran, so bringt das alles nichts. Volle Präzision. Super, wie du das machst. Sehr gute Präzision. Ja, nice. Das war eine großartige Leistung. Klasse. Nur einer ist nicht reingegangen, das gibt's ja gar nicht. Im Ding haben wir das nie. Vorzüge, schwere Fäuste, nice. Das finde ich cool, das könnte dann ein paar Mal härter einschlagen, nehme ich an, oder? Mal schauen, was das genau ist. Aber wir könnten noch was lernen. Moment, wir trainieren noch einmal. Meiner Meinung nach 93 schaut schon gut aus. Nein, beim letzten Trottel verletzt er sich hier. Es ist er wieder. Unfassbar. Verpasse deinem Trainingspartner einen Niederschlag. Oh. So, da können wir noch weiter tun. Probieren wir es einfach mal. Ob man es schafft, ist wieder eine andere Frage. In diesem Duell geht es darum, im Kampf im Stand einen Niederschlag zu erzielen. Ah, komm. Ei.
Ja, komm. Ah, keine Luft wieder. Na komm doch. Ja, super. Warum magst du nichts, du Idiot? Treffern aus, beweg dich. Ja, das können wir vergessen. Gar nichts haben wir bekommen. Super. Das haben wir da perfekt gemacht hier. Ja, Freunde, nächstes Mal gibt es hier den Kampf. Ich hoffe, da stelle ich mich ein bisschen besser, wie hier beim letzten Training da. Vom Niederschlag waren wir da, glaube ich, weit entfernt. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.